Wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch wieder zu Slender the Arrival. So, Stage Selection gehe ich direkt into the Abyss. Da sind wir letztes Mal stehen geblieben. Großartig werde ich mich nicht umschauen jetzt hier in der Gegend. Ich werde gleich direkt zu diesem Tunnel losrennen. Und dann hoffe ich, dass ich die 6 Generatoren hier irgendwie zu finden weiß. Also, es wird ziemlich anstrengend. Slendy ist hinter uns und dieser Kapuzenmasken-Mensch, ja, ich weiß gar nicht so recht, wie ich ihn nennen soll. Mei, auf jeden Fall anstrengend. Oh ja, es geht los. Die erwachen wieder. So, also, wie gesagt, nicht allzu viel Zeit verlieren. Ich denke mal, ich laufe da richtig, wenn ich hier lang laufe. Ja, Hütte ist gut. Lauf schneller. Lauf ein Stückchen schneller. Ach, schneller geht's nicht mehr. Dann lauf eben so, dass die Power aus ist. Gott, dass ich auch jedes Mal das Level verändern muss etwas. Wird irgendwie anders aussehen. Also ich denke, ich bin richtig hier. Oder? Doch. Da ist wieder dieser Briefumschlag. Müsste doch hier eigentlich irgendwann mal der Tunnel kommen. Da kommt er ja. Nee, oder? Doch, Tunnel. Und schon wieder wird die Musik etwas schauerlicher. Ich freue mich gar nicht drauf. Zwei fiese Gegner auf einmal sind. Einen weiß ich, dass ich den blenden kann. Slanty, vor dem muss ich abhauen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und 6 Generatoren muss ich aktivieren. So, die Taschenlampe ist schon mal an. Tja. Noch tut sich ja nichts. Noch. Kommt alles noch. Einmal ein bisschen, damit wir schneller loslegen können. Oh, 6 Generatoren. Nanu? Ein Warnungsschild. All employees must be removed from the mines via emergency lift as soon as possible. To power the lifts, please activate emergency generators. Oh, ja, 6 Generator. Wir müssen einen Lift benutzen. Okay. Also 6 Generatoren einschalten, die dann einen Lift aktivieren. Und ich meine zu glauben, dass das da hinten, also gleich in dem Generator, der Lift ist. So, sämtliche Wege sind versperrt. Erst mit der Aktivierung des einen Generators hier. Mit deutschem Kennzeichen. Finde ich ja lustig. Tja, dann. Los geht's. Da fühlt sich schon an. Ich gehe erstmal da rein. Ich muss alles ordentlich abklappern. Und auch mit Glück auch überleben. Und nicht so einem. Ihr wisst schon was. Oh, gut. Gleich ein Generator hier. So. Im Moment noch nichts. So, 2 Generatoren. Sehr schön. Oh, ich hoffe, ich schaffe das. Mir ist ganz mulmig. Ich achte gerade, ob ich irgendwas Unberuhigendes höre. Ich höre schon irgendwo was. Nur sehen tue ich noch nichts. Ich höre was, ich sehe nicht. Wo ist er? Da ist er. Da, nimm dies. Und jetzt ab die Post, weg hier. Irgendwie. Oh, verdammt, Sackgasse. Bitte nicht hier reinkommen. Yikes! Er hat mich. Also ein Angriff stehen wir durch. Ein zweites Mal dürfen wir uns nicht erwischen. Oh. Verdammt. Also jetzt weiß ich es doch, da kann ich doch um die Ecke linsen und finden. Oi, oi, oi.
weiter, 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 immer weiter. Generatorensuche. Zwei haben wir. Das ist nicht viel. Es fehlen vier. Es fehlen immer noch dennoch vier. Und hier hinten ist keiner versteckt. Ah ja. Beruhigt mich doch sehr. Ich hätte weiter flüchten müssen. Slanty hat sich noch nicht blicken lassen. Aber das ist auch nur eine Frage der Zeit, wann der gerade wenn ich mein Maul zumache, kommt er. Gerade wenn ich mein Maul zumache, kommt er. Die Sau. Was? Du bist weg. Du bist weg, Slanty. Slender am Hals. Kapuzi am Hals. Ich weiß gar nicht, wie ich den nennen soll. Vielleicht könnt ihr mir einen Namensvorschlag machen. Yikes! 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 Weg, 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 ich muss weg, ich muss hier weg, ich muss hier. Was? Jetzt ist er da! Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Oh Gott, ich weiß gar nicht, von wem ich gerade mehr Schiss hab. Vor diesem einen Vieh? Das, was auch immer das immer sein mag? Der hängt mir so an der Pelle. Jetzt bin ich am Eimer. Jetzt bin ich im Eimer. Was? Ich bin nicht im Eimer? Oh gut. Anscheinend brauche ich eine gewisse Art Erholungsphase. Ich habe aber schon lange keinen Generator mehr gesehen. No, no, no. Da hast du recht. No, no, no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Ich habe das Gefühl, Slanty kommt erst in den oberen Bereichen vor. Wo bist du jetzt? Du Schlingelchen? Du schleichender, kleiner, keuchender Schlingel? Wo bist denn du? Wo bist du? Gegenfrage, wo sind die Generatoren? Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier durch die Gegend laufe und keinen Generator mehr finde. Wenn es doch noch 6 Stück sein sollen, die angeblich noch da sind. Und doch dazu. Die. Das sind die ja, das ist der Anfangsgenerator. Ich höre ihn. Ich sehe ihn nur nicht. Ich will ihn auch gar nicht sehen. Also die Generator schon. Freak hier? Nicht. Ich höre ihn stöhnen. Nimm dies und jetzt ab durch die Mitte. Post hier, wendend hier weg und tschüss und tschüss und tschüss und tschüss. Und der kommt, hilft nur flüchten. Glaube ich. Da unten ein Generator. Wie komme ich da runter? Von hier aus jedenfalls nicht. Slanty hat sich jetzt... Na, ich halte die Klappe. Ich erwähne jetzt Slanty nicht. Sonst kreuzt er hier nur auf. Wo bist du jetzt? Nimm dies! Und weg, Chaka! Ich gehe hier hoch, ich gehe hier hoch. Oh. Nimm dies! Und Tschussi! Ich glaub's nicht. Oh, Mann, Mann, Mann. Mann, 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 Mann. Oh, Mann. Oh, Generator. Das wäre dann der dritte. Wo ist er jetzt wieder? Nein. Ich will's nicht wissen. Ich will's nicht wissen. Absolut nicht. Warum ist hier kein Generator? Komm mir ja hier nicht durch die Tür. Ich blende dich. Ich mach dir das Licht aus oder an. So. Ich denke, das ist eine Sackgasse. Nix hier, okay. Oh Gott, oh Gott. Hey, hier ist noch irgendwie scheinbar wie was. Okay, okay, okay. Ich komme hier runter. Ich denke mal nicht, dass er mir hinterher springen wird. Hoffe ich mal. Oh, 3 Generatoren haben wir jetzt.
Und es fehlen noch weitere drei, die sich irgendwo versteckt halten. Und dann muss ich ja diesen Lift finden. Was? Der Lift dürfte wahrscheinlich das leichteste sein, was es zu finden gilt. Boah. Welchen Druck ich mich hier wieder aussetze. Nee. So, ich wag's mich mal hier durch. Du nicht! Da war Generator! So! 4 von 6 und Slatty am Hals! Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier! Es ist ja nicht zu fassen! Oh. Und du auch noch! Ich laufe lieber dem Slatty in die Arme. Meine Stamina sieht gar nicht mehr so gut aus. Mein Durchhaltevermögen. Sag mal, seid ihr irgendwie befreundet, ihr zwei? Keine dumme Frage. Einfach nur reine Neugier. Seid ihr zwei befreundet? Ey, ich sehe da vorne einen Generator. Ich sehe einen Generator. Ein Generator. Generator on the move. Generator on the move. Ja, bitte nicht sterben, bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Hink, genau, hink. Hink zum anderen Generator. Da ist er doch. Ich hab's gesehen. Ich hab's doch genau gesehen. Beeil dich. Aktivier den auch noch und dann, weißt du ja, den Lift. Oh Gott. Jetzt heißt es, ich hoffe, ich stimme in der Richtung richtig. Hier lang. 6 Generatoren. 6 Generationen und 4 Generatoren. Oh, große Halle. Da ist dieser bescheidene Lift. Und ich habe nicht mehr genug Stamina. Und da einfach da drauf laufen. Einfach da drauf laufen. Hebelchen drücken und gut ist, oder? Komm schon, komm schon, komm schon. Ha, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Ich hab's geschafft. Ich fahr nach oben. Ich glaub's nicht. Ich hab's geschafft. Und ja. Buja. Buja-Kascha. Buja-Kascha. Eieieiei. Der Hammer. Der Hammer. Ich hab's geschafft. Warum kann ich nicht... Doch, jetzt kann ich wieder laufen. Das Einzige, was mir jetzt hier noch... Nein, ein Ladebildschirm. Oh, auch recht. Oh ja. Liebe Freunde, ich habe wieder ein Kapitel geschafft. Und ich weiß jetzt noch nicht, um was es im nächsten geht. Aber das werde ich bald herausfinden. Jeden Moment werde ich das herausfinden. Nur ein Moment Geduld. Dann kann es schon losgehen. So, ja. Gucken wir mal. Alles hell beleuchtet. Ich habe auf jeden Fall schon mal keine Taschenlampe. Oh, es geht wieder raus ins Freie. Das ist doch auch schon mal ein guter Ansatz. Fehlt nur noch herauszufinden, um was es da geht. Oh ja, Freiheit und es ist Tag. Keine nächtlichen, gruseligen Gestalten. Nur Schritte, die ich wieder irgendwo vernehme. Und ein relativ leerer Akku. So, ein Zaun. Gucken wir mal, was es mit diesem guten Zaun auf sich hat. Wenn wir überhaupt da was machen können. So, ich sehe hier nichts. Aber da hängt doch was. Nummer 9. Kate, leaving this note in case you wake up. Tonight I'm going to assume you don't remember what happened. I came here over check and on you and found... You were out in that park behind the house. You had a broken video camera with you, and a bag full of weird drawings. I don't know what happened out there, but you're safe now. The doctors here will help you. Die Kate war im Krankenhaus. Lustigerweise habe ich wieder keinen Zettel mit der 8, glaube ich. Moment mal. Scrapbook. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hä? Dann habe ich die 7 eingerahmt. 9. So, mehr habe ich nicht.
Moment mal kurz. Schlauberger. Tor. Nee, im Tor lässt sich nichts machen. Gucken wir einfach mal, was geht. Oder wo geht. Irre ich mich hier? Ach, diese Schritte von was weiß ich woher. Aber keiner da. So, gucken wir mal, was haben wir denn hier? Felsen. Muss ich etwa hier? Ich wage es einfach mal. Nee, ich kann hier nicht runterspringen. Einfach mal hier oben gucken. Irgendwas muss ich doch finden lassen hier. Nö, nix. Nichts, nichts, nichts. Nur ein weiterer Pfad, der hier entlang geht. Die Neugier ist schon recht groß. Was mich da wohl erwartet? Einfach gucken, einfach gucken, einfach gucken, gucken, gucken. Und laufen. Und Sackgasse? Nee, 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 hier geht's lang. Vielleicht komme ich ja über diese seltsamen Wege, obwohl hier geht's auch noch irgendwie rein. Sollte ich doch gerade mal gucken. Nee, hat nichts zu bedeuten, denke ich. Schlendermann, oh Schlendermann. Da lang. Schlendermann ist nicht da. Hat jetzt auch keinen Grund zu kommen. Kann wegbleiben. Jui. Da ist dieser verdammte Leuchtturm. Also ich... Aber ich laufe gerade wegs von diesem Leuchtturm weg. Das ist natürlich doof. Und wo bin ich jetzt wieder hier gelandet? Suspekt. Ja gut, laufe ich hier wieder runter. Auch recht. Laufe ich eben hier wieder runter. Gehen wir mal da lang. Ne, das war ja da, wo ich... Hä? Ich habe gerade absolut null Orientierung. Wie immer eigentlich. Ah, hier ist doch was. Hier ist doch was. Ah. So, gucken wir mal. Ein Leuchtsignal. Ich kann nicht weiter nach unten gucken. Okay. Warum ist hier ein Leuchtsignal? Und warum wird es dunkel? Dunkel mag ich nicht. Jetzt wird es wieder hell. Oh, Backe. Oh, Backe. Gucken wir uns mal den Zettel an. I don't want to die. I don't want to die. Ich will nicht sterben. Ununterwegs steht hier. Ich will nicht sterben drauf. Mal gucken, was hier kommt. Da ist doch was sehr Interessantes. Was ist das? Ich weiß jetzt, um was es hier geht. Ich muss Fenster schließen im Haus. Gute Frau, warum haben Sie überhaupt hier Fenster offen? So. Bleib offen, bleib offen, bleib offen. Du bist zu. Wir sind wieder in diesem einen Haus. Ja, das ist auch zu. Da sind gleich zwei Stück offen. Das ist ja unverschämt. Nee, das ist zu. Selbes Stockwerk. Kein offenes Fenster mehr. Okay. Nur seltsame Musik. Oi.
Mach mal Tür zu, es ist ja unerhört hier. Geh zu, Tür. Geh zu, Tür. Doors and... Ach so. Slanty, da ist er. Da ist das Slanty draußen. Komm schon, Fenster, geh zu. Five of eight. Yikes! Hide in your room? Hide in your room? Wieso hide in your room? Da muss ich ja in mein Zimmer hier wieder reingehen. Geh doch zu! Was war das? Ich habe keine Ahnung, was das war. Aber an dieser Stelle beende ich jetzt diese Episode. Oh. Hier geht's wieder raus. Um dann mehr rauszufinden in der nächsten. Bis dahin verabschiede ich mich. Tschö.